Hallo, mein Name ist Sebastian Roth, ich bin Chefbartisier im Top Hotel Hochgurgel und heute werden wir einen Kaiserschmarrn machen. Als erstes setzen wir eine Edelstahlpfanne auf, das ist ganz wichtig. Dann kommt ganz normaler Butterschmalz dazu. Und den lassen wir erstmal schmelzen. So, dann geben wir unseren Kaiserschmarrnteig da hinzu, den wir jeden Tag frisch machen, in die Pfanne. Der Kaiserschmarrnteig ist Milch, Eigelb, Salz, Mehl, Eiweiß, Zucker. Mehr ist es nicht. Dann wird Milch, Mehl, Eigelb und Salz wird zu einem kompakten Teig verrührt. Und das Eiweiß wird zu Schnee geschlagen mit dem Zucker und wird dann unter die Masse untergehoben. Und ein paar Rumrosinen. Ja, dann lassen wir ihn kurz anbraten. Und dann kommt er für 8 Minuten in den Ofen. Etwa 180 Ober- und Unterhitze. Nach 8 Minuten ist der Kaiserschmarrn dann durchgebacken und wir werden ihn jetzt fertigstellen, indem wir ihn karamellisieren und flambieren. Wir nehmen dafür handelsüblichen Zucker. Dann wird er zum Karamellisieren gebracht. Beginnt er zu karamellisieren und ich fange schon mal an, den Kaiserschmarrn zu zerrupfen. Wie man sieht, ist der Kaiserschmarrn jetzt schön karamellisiert und wir werden das Ganze jetzt flambieren mit Rum. Zum Schluss richten wir dann an. Und verfeinern das Ganze noch mit süßem Schnee. Dazu reichen wir noch Zwetschgenröster und Apfelmus.